erschrak sie plötzlich hoch, denn nur ein paar Meter vor ihr saß die Honigkuchenkatze auf einem Ast. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. Sie machte einen gutmütigen Eindruck, fand Alice. Aber andererseits hatte sie doch recht lange Krallen und eine ganze Menge Zähne. Und so war es sicher besser, sie respektvoll zu behandeln. Honigkuchenmieze, sprach sie die Katze etwas unsicher an, denn sie wusste ja nicht, ob ihr diese Anrede passte. Die Katze grinste jedoch nur noch breiter und Alice dachte erleichtert, wie gut, ich habe also die richtige Art gefunden, mit ihr umzugehen. Sie fuhr fort. Könntest du mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier aus gehen muss? Das hängt vor allem davon ab, wohin du gehen willst, antwortete die Katze. Das ist mir eigentlich egal, sagte Alice. Dann ist es auch egal, welchen Weg du nimmst, meinte die Katze. Solange ich nur irgendwo hinkomme, fügte Alice noch erklärend hinzu. Oh, das wirst du bestimmt, sagte die Katze, wenn du nur lange genug läufst. Dagegen ließ sich ja nichts sagen und Alice stellte deshalb eine andere Frage. Was für Leute wohnen denn hier in der Gegend? Dort drüben, sagte die Katze und deutete mit der rechten Pfote, wohnt ein Hutmacher. Und da drüben, sie deutete mit der linken Pfote, wohnt ein Märzhase. Du kannst besuchen, wen du willst. Verrückt sind sie beide. Aber ich möchte eigentlich gar nichts mit Verrückten zu tun haben, wandte Alice ein. Tja, dagegen lässt sich leider nichts machen, erklärte die Katze. Hier sind alle verrückt. Ich bin verrückt, du bist verrückt. Wo willst du denn wissen, dass ich verrückt bin? Fragte Alice. Musst du ja wohl sein, antwortete die Katze. Sonst wärst du schließlich nicht hier. Alice hielt das noch lange nicht für einen Beweis, aber sie ging nicht weiter darauf ein. Stattdessen fragte sie, und woher weißt du, dass du so verrückt bist? Also, pass auf, sagte die Katze. Hunde sind nicht verrückt, habe ich recht? Wahrscheinlich, antwortete Alice. Gut, also weiter, fuhr die Katze fort. Hunde knurren, wenn sie wütend sind, und wedeln mit dem Schwanz, wenn sie sich freuen. Ich dagegen knurre, wenn ich mich freue, und bewege meinen Schwanz, wenn ich wütend bin. Deshalb bin ich verrückt. Also ich würde das Schnurren nennen und nicht Knurren, meinte Alice. Nenn es, wie du willst, sagte die Katze. Spielst du heute noch mit der Königin Crockett? Ich möchte schon gern, sagte Alice, aber ich bin nicht eingeladen. Wir sehen uns dort, meinte die Katze und löste sich in Luft auf. Alice war darüber nicht einmal mehr sonderlich erstaunt. Allmählich gewöhnte sie sich daran, dass ständig etwas Merkwürdiges geschah. Während sie noch auf den leeren Platz sah, tauchte die Katze plötzlich wieder auf. Übrigens, was ist denn aus dem Baby geworden? Wollte die Katze wissen. Fast hätte ich vergessen, danach zu fragen. Es hat sich in ein Ferkel verwandelt, antwortete Alice ganz ruhig, als wäre die Honigkuchenkatze auf normalem Wege zurückgekommen. Das habe ich mir gleich gedacht, meinte die Katze und verschwand.